Sieger von dem Schlussgang und somit Festsieger von dem heutigen Schaffhauser kantonalen Schwingertag ist der Fonds Löwy. Herzlichen Glückwunsch. Ein strahlender Nöldi Fonds nach einem Kranzfestsieg, den er lange wieder hat. Wir sind noch durch, 2 Jahre sind es her. Es ist der 3. Kranzfestsieg im Schaffhauser kantonalen, wenn ich da richtig recherchiert habe. Es läuft einfach optimal im Moment. Ja, es könnte durchaus schlimmer sein. Ja, nein, es ist einfach auch schön. Ich habe Freude am Schwingen. Und ich glaube, das ist das, was ausmacht und was auszeichnet. Ich genieße es einfach, bin froh, hebe meine Schultern, habe ich wieder zurückkommen ins Schwinggeschehen eingreifen. So, und es ist einfach schön. Also das heisst ja ein bisschen noch etwas auf Festenweihe. Hey, du schaust zwar noch nicht so weit führen und in Scheissfest nach dem anderen sagst, aber ein bisschen Mumm gibt ja das gleich auch wieder noch mehr Lust noch auf das Festenweihe. Ja, ich meine, Lust und Mumm auf Schwingen, das habe ich. Und ich glaube, das sieht man mir auch in der Schwingweise an. Ich will und mache und tue. Und wenn ja, die Formkurve ist, geht stetig ein bisschen aufwärts. Ja, ja, und wenn es eidgenössisch erst in 2 Jahren ist, dann kommt es dann schon gut raus. Also das Übernächste ist dann erst in 3 Jahren wieder. Ich weiss nicht, ob man den in den 0 Jahren noch sieht. Ich meine, in 2 Monaten, ja. Was ist denn schon so weit? Und ob bis dann die Formkurve schon dermaßen aufwärts gegangen ist, weiss ich dann nicht. Auf jeden Fall hat man wieder richtig Freude, um dir zuzuschauen hier im Segment, wie du hier an die Leute hergehst. Wenn man schaut, du hast mit dem Kindli Fabian dem Zürcher Eidgenoss müssen anfangen. Da hat es einen Haufen Gegner, die sich einmal scheuchen von dem. Ja, es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsgegner, das ist ja so. Er ist, soll ich sagen, ein Schotzli, sagen wir. Und kassiert etwa eins am Kopf meistens. Und ist auch kein Griffschwinger und darum ist er sehr unangenehm für alle. Und ich eigentlich von Anfang an denke, meine Devise ist zu Boden und den Boden kehren. Schlussendlich ist dann auch so rausgekommen, ich konnte zu Boden mit ihm und den Boden kann ich kehren. Ich habe dich noch gestaunt ab der Geduld, die du hast. Wenn du den Boden kennst, bist du nicht sofort fort, sondern hast schön bedächtig, hast ihn eingepackt und können auf den Rücken legen. Ja, es ist erstens einmal ist bei Mitte Gang, ich hatte nichts zu pressieren. Und ich war so überzeugt, dass ich Ehren am Boden. Ich habe gedacht, er unten rein braucht mehr Schnauf, wenn er immer ein bisschen raus und machen will. Und ich muss noch ein bisschen auf den Nuh höckeln. Dann nachher braucht er mehr Fuß als ich. Und ja, dann überlegt man sich schon, wie soll ihn genau nehmen am Boden. Aber ja, ist dann schlussendlich aufgegangen. Dann hast du 2 Kranzer gehabt, den Fetz Einheim, den Appenzeller und den Nordzanz. Da hast du Blattwurf gehabt. Gleich noch mit dem Fetz hast du noch ein bisschen länger gehabt. Ja, mit dem Fetz habe ich bis in die letzten paar Sekunden geschwungen. Er ist sehr gut auf mich eingestellt, hat aber aufs Gute immer vorher gegriffen. Und er ist natürlich schon einer. Er ist ein starker Schwinger und den musst du zuerst an ihn herbringen. Aber den habe ich einfach zermürbt und am Schluss habe ich ihn wirklich auch schön gewinnen. Ja. Warum hat es mit dem Leute Samir nicht ganz gelangen zum Sieg? Ja, es sind da verschiedene Plätze in brutal enge Hosen gewesen. Ich konnte mit der linken Hand ich bin kaum mit den Fingern in die Hose gekommen. Er hat einmal herstehen, dass ich Platz hatte, um zu greifen. Und ich auch enge Haken. Und das ist einfach ein Zeichen so. Und wenn zwei ein bisschen Oberschenkel haben und so enge Hosen, dann da kannst du nicht schwingen und mir war es darum auch nicht wohl gewesen. Und ich war natürlich in einer komfortablen Lage, ich habe Vorsprung, ich nicht unbedingt müssen und darum habe ich nicht alles riskiert. Dann hast du noch den Augstrudi gehabt, den St. Galler Teilverbandskanzler, der ist ja nicht das erste Mal, mit dem du schwingen musst. Ja, schon 2-3 Jahre her, glaube ich, und ja, ich habe schon wesentlich mehr Mühe gehabt mit ihm, aber wir sind im ersten Zug zu Boden gekommen und dann konnte ich nur gritteln und gar keine Szene machen, so, das ist natürlich kräftesparend gewesen. Im Schlussgang ein starker Rinner Michael, immerhin NOS-Sieger das letzte Jahr gewesen. Mit welcher Devise bist du in den Gang hergegangen? Ja, eigentlich genau das, was ich gemacht habe. Ich und den Schwung machen und den Boden und den Boden kehren. Aber ich weiss jetzt, ich glaube, am Abend schon gehabt, oder ich weiss es nicht. Ja. Eigentlich habe ich es so geplant. Mir hat es noch lustig gedacht, als du raus bist, hast du gesagt, ja, da war alles miteinander, Gamme, Kurz, Kreuzgriff. Was war jetzt der Reihe noch?
Ja, ich habe schon links gemacht, er kommt dann in seine Hüfte rein, aber ich weiss, er mag mich nicht ziehen. Das habe ich im Toggenburger gemerkt, im vierten Gang haben wir gestellt, er hat ein paar Mal so reingelassen und gemerkt, er mag mich nicht ziehen. So. Darum haben wir wieder so reingelassen und dann habe ich so zumachen und dann am Schluss noch ins Kreuz. Und, ja. Man spürt die Freude, die du hast, auch hier wieder im Interview, Nöldi. Was ist das nächste Fest, das du machst? Jetzt habe ich eine Woche Pause und dann ist der Schwarzsee dann das nächste, aber ich muss noch schauen, dann hat der Schwarzsee NOS und das Innerschweizer und meint er dann noch, zwickt es ein bisschen. Ich muss noch schauen, ob ich jetzt alle drei mache. Aber wenn ich natürlich eins Ausland wäre, wahrscheinlich in der Schwarze, muss ich jetzt noch schauen, wie ich mir hole. Dann schauen wir, dass die Zwick möglichst bald weggehen, dass wir die an allen drei Festen sehen. Das wäre natürlich schön in dieser Form. Ja, schon. Probieren tue ich natürlich schon. Ja. Wir gratulieren dir ganz herzlich im Namen des Schlussgangfilmer und wünschen dir alles Gute. Danke.